Ich anspreche und alle Ehrengäste und Aussteller herzlich um Verständnis bitte, wenn ich es mit der Gesamtanrede belasse. Es macht große Freude, bei einer so guten Tradition die Fortsetzung der Regioschau mit den Grüßen und guten Wünschen der Stadt Bad Segeberg mit zu eröffnen. Die Vielzahl der Aussteller, rund 140, und die Tradition, es zum vierten Mal bereits machen zu können, lenkt die Gedanken zurück an eine Zeit, die noch gar nicht so lange her ist, in der erste zarte Gedanken gereift sind, die dann zur prächtigen Vollendung geführt wurden, gemeinsam zwischen Kreis, Zweckverband, Mittelzentrum und der IHK und vielen weiteren, eine Arbeitsgemeinschaft zu schaffen, die heute auch unter dem Namen Haus der Wirtschaft am alten Bahnhof in Bad Segeberg ihren Ausgangspunkt der Überlegungen hat. Es gibt also viele Aktive, die dieses kleine Pflänzchen der Idee zu einem tragfähigen Baum der Wirtschaftsförderung, der Leistungsstärke unserer Region weiterentwickeln möchten und schon weiterentwickelt haben. Und ich wünsche mir auch sehr, dass das in Zukunft weiterhin gut gelingt. Es ist eine Binsenweisheit, die ich immer gern wieder erzähle, wenn ich denn schon mal für die Stadt Bad Segeberg ein Grußwort sprechen darf, dass die Leistungskraft dieser Region im Herzen Schleswig-Holstein getragen ist von der Leistungsfähigkeit und dem Engagement vieler, die hier produzieren, die hier Dienstleistungen erbringen, die hier andere wichtige Aufgaben für die Region leisten und die verstärkt werden sollen durch weitere, die wir hinzugewinnen wollen, um die Potenziale dieser Region mitzutragen, mitzunutzen. Und wir brauchen das auch, denn verkehrsgeografisch günstig gelegen sind wir eigentlich idealer Ausgangspunkt für eine Arbeit in der Region und für die Region und auch das Weitertransportieren unserer Leistungen in weite Teile der Republik und wenn es geht auch gern ins europäische Ausland. An der Stelle haben wir natürlich auch schon die ersten Sorgen. Im Herzen Schleswig-Holsteins gelegen ist eine gute Ausgangsposition, aber jedes Herz, das leistungsstark schlagen und funktionieren soll, braucht auch gute Adern und zu den Adern der Wirtschaft gehören auch die Verkehrswege. Damit ist es hier nicht so gut bestellt. Das wissen wir. Da kämpfen wir mit Nachdruck um Verbesserung. Gleichgültig, ob es um die Optimierung der A7 geht, den Weiterbau der A20 und der A21 und auch ergänzend um das Kreisstraßennetz. Wir sind am Ball. Wir sind fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, es zu tun. Einzelne, die mit ebenfalls guten Gedanken unterwegs sind, versuchen uns ja zu erklären, dass sie auch dafür sind, aber einen anderen Weg haben und dass wir deshalb nochmal kurz vorm Ziel, der da Baubeginn heißt, nochmal weit zurückgehen sollen, um mit den Überlegungen nochmal neu anzufangen. Das wäre nichts Gutes, das sollten wir nicht tun. Ich werbe dafür, dass wir uns einigen und ich danke all denen, darf dabei mal Herrn Jorkisch persönlich ansprechen, der mit vermittelt hat, Gedanken zusammenzubringen, um vielleicht den einen oder anderen, der mit Leidenschaft und Engagement sagt, ich will aber meine Grundstücke nicht zur Verfügung stellen oder dagegen klagen, zu sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass wir im weiteren Verfahren uns einvernehmlich einigen. Ich wünsche uns da jedenfalls viel Erfolg und diesen Erfolg wünsche ich natürlich auch allen, die hier mitwirken. Neben der Leistungsfähigkeit der Menschen, die hier schon arbeiten und auch weiter leistungsfähig sein sollen, gehört es natürlich dazu, dass eine solche Stadt auch viele weiche Faktoren anzubieten hat. Hoher Freizeit- und Wohnwert ist ein Begriff, der inhaltlich auch ausgefüllt werden muss. Dazu gehört natürlich die erstklassige Möglichkeit, hier Sport betreiben zu können. Und ich hoffe sehr, dass ich mich bei den Böllerschützen nicht vorgedrängelt habe, die dann ihren Skisport mit einem Startschuss eröffnen. Also es gehört dazu, dass gute Sportmöglichkeiten da sind, dass der Gesundheitsstandort für jede Art der Erkrankung Erstklassiges anbietet. Aber dazu gehört auch gute Bildung und gute Betreuung. Und da freue ich mich sehr,
das unter Federführung der Kreisverwaltung festgestellt wurde. Bad Segeberg ist in der Versorgung für unter dreijährige Kinder einsamer Spitzenreiter in der Menge der bereitgestellten Plätze und wir sind auf dem Weg, weitere zu bauen und einzurichten. Ferner bieten wir mehr als 100%, fast 140% Versorgungsgrad in der Betreuung der 3- bis 6-Jährigen, also im Vorschulbereich. Und das tun wir gern, sind auch überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Im Zweifelsfall sogar in der Zeitspanne zwischen 6 Uhr und 22 Uhr morgens, um auch den Schichtdienst der Kliniken mit abzudecken. Und wenn ich sage, wir haben 140% Versorgungsgrad bezogen auf unsere eigene Bevölkerung, dann klingt das ja erstmal erklärungsbedürftig. Das will ich aber gerne machen. Denn wer ein attraktiver Standort für Arbeitgeber sein will und für Arbeitnehmer, die hier bleiben wollen oder die neu dazukommen sollen, der muss natürlich auch das anbieten, was Sicherheit gibt für die Familie. Das alles können wir bieten. Das bieten wir auch in Partnerschaft mit unseren Städten in Wahlstedt, lieber Herr Bonse, und den anderen Gemeinden und in der Region Segebergs ohnehin. So soll es bleiben, so muss es bleiben. Ich wünsche der Schau eine gute, erfolgreiche Woche, ein gutes Wochenende, uns allen gemeinsam natürlich, dass wir nicht nur die Tradition fortsetzen, uns hier zu treffen und zu zeigen, was wir leisten können, sondern auch gute wirtschaftliche Erfolge, die sich fortsetzen sollen mit weiteren Ansiedlungen solcher Kolleginnen und Kollegen aller Branchen, die nicht in einen existenzvernichtenden Wettbewerb eintreten. Und an der Stelle gestatten Sie mir abweichend von dem, was ich sonst gesagt hätte, mit Blick darauf, dass ich mit Herrn Michiel, wir beide haben uns gerade noch mal tief in die Augen geguckt und festgestellt, dass es etwas missverständlich ist, was die letzten Tage so berichtet wurde. Das gilt auch für den ein oder anderen Kommunalpolitiker. So wie eben die Tänzerin, die im Löwen die Rolle in der gebückten Haltung wahrzunehmen hatte, es eine schwierige Sache ist, ist auch für Politiker im Moment ganz schwierig. Es ist die Zeit des Wahlkampfes. Aber trotzdem darf man da nicht vergessen, dass die Stadt sich seit über 4 Jahren mit öffentlichen Ausschreibungen darum bemüht, den Bahnhof baulich anders zu gestalten. Ich selbst habe nie den Begriff Bahnhofsgebäude verwendet, weil wir so etwas nie kriegen, sondern es wird immer ein Multifunktionsgebäude sein. Und so wird denn auch schon seit fast 4 Jahren nach öffentlicher Ausschreibung der Sieger eines Wettbewerbs damit beglückt, dass er das Projekt bauen darf, was er in der Stadtvertretung eingereicht hat, dafür der Stadt einen Preis geboten hat und Leistungen angekündigt hat, die er da bringen will. Dieser erste Sieger, der sonst so kraftvoll zupacken kann, hat aus Gründen, die ich nachvollziehen kann, gesagt, meinen hohen Anspruch, den ich da habe, kann ich so in der Zeit nicht bringen. Ich muss von diesem Angebot zurücktreten und so hat die Stadtvertretung den zweiten Sieger beauftragt. Dazu einen Vertrag beschlossen, dass er das baut, was er vorgelegt hat, zu den Bedingungen, die er genannt hat und die Stadtvertretung hat das beschlossen. Wenn jetzt zufällig zeitgleich mit der Öffnung der Regio-Schau der Eindruck entsteht, dass jemand, der sich in einem öffentlichen Wettbewerb beteiligt hat und gewonnen hat, anschließend verdrängt wird, weil ein anderer privilegiert vorgezogen wird, entweder an gleicher Stelle oder direkt daneben das zu machen, was an anderer Stelle passieren soll, dann ist das nicht gut. Gut ist aber, dass wir beide uns da einig sind, dass solche Missverständnisse nicht transportiert werden dürfen und dass wir Leistungsfähigkeit der Region und Arbeit der Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsförderung auch mit vertrauensbildenden Maßnahmen und Verlässlichkeit in die Vertragstreue unterstreichen müssen. Das schließt das Recht ein, dass man jedem Vertragspartner sagen kann, auf unsere Kosten möchten wir Veränderung haben. Aber diese Fairness darf ich jedem Vertragspartner, der beim Notar eine Unterschrift geleistet hat und dafür die Unterschrift der Stadt bekommen hat, ausdrücklich zusagen. Und ich darf auch jedem, der gute Ideen hat und die einbringen möchte, sagen, sie sind hochwillkommen und sie stellen sich dann im Wettbewerb. In diesem Sinne wünsche ich mir weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Michiel, Ihnen persönlich und allen anderen viel Erfolg und ein gutes Gelingen. Einen schönen guten Morgen. Lieber Ingo Michiel, ich habe mir überlegt, ob ich nun wirklich alle begrüßen darf, soll, müsste, könnte,
weil wirklich alles, was Rang und Namen hat hier in dieser Region, hat es sich nicht nehmen lassen zu kommen. Ich finde es fantastisch, dass es wirklich mittlerweile ein Treffpunkt geworden ist von Menschen, die mit den unterschiedlichsten Rollen, mit den unterschiedlichsten Aufgaben, mit den unterschiedlichsten Engagements diesen Samstag zur Eröffnung wirklich nutzen, um sich zu treffen und was auch immer miteinander zu verabreden. Es ist eine unglaubliche Demonstration von Stärke und auch von Gemeinschaftssinn, dass man hier aus den unterschiedlichsten Ebenen und Zusammenhängen hier zusammenkommt. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch, Herr Michel, und auch herzlichen Glückwunsch an jeden Einzelnen, der hier ist, der dann dieses Ereignis möglich macht. Ja, die Stadt Bad Segeberg, wir haben gerade gehört, ist eine Stadt der Arbeitgeber, alleine dadurch, dass es eben diesen Spitzenplatz hat an Kinderbetreuungsplätzen, ist natürlich eine Stadt, die man ja auch getrost noch mit dem alten Begriff Siegesburg nochmal belegen darf, ja auch angemessen. Deswegen habe ich mich über den Glücksdrachen eben gefreut, weil ich dachte, ach, so ein Glücksdrache, der kann auch mal wirklich zu Besuch sein in der Siegesburg. Ja, wir sind hier wieder auf dem Landesturnierplatz. Es gibt wieder erneut das Motto, entdecke die Vielfalt stark in der Region. Wirtschaft, Verwaltung und Ehrenamt sind wieder zusammen und wir können uns heute und morgen wirklich nochmal schlau machen, auf welchem Stand der Dinge sind denn die jeweiligen Akteure. Der Kreis Segeberg ist dieses Jahr mit seiner Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft WKS vertreten, noch ein relativ junges Kind in der Gemeinschaft. Herr Kraumann, der Geschäftsführer, ist heute da. Herr Jorkisch, neben seinen vielen Rollen als Aufsichtsratsvorsitzender, ist auch hier. Und wir hoffen dann sehr, dass es dann noch bekannter wird, das, was wir begonnen haben. Ja, der Kreis Segeberg ist auch noch mit einer anderen wichtigen Sache vertreten, nämlich mit unserem Personalamt, weil wir natürlich Werbung machen möchten für das schöne, wichtige Thema Ausbildung. In der Kreisverwaltung haben wir wirklich Dutzende von Berufen, Dutzende von wunderbaren Aufgabenstellungen, in denen ausgebildet werden kann, in 27 Fachdiensten, in Hunderten von Rechtskreisen, und wir brauchen so ziemlich alles. Und wer dann genaueres wissen möchte, kann dann gerne an den Stand des Kreises gehen. Ja, rund 6 Hektar großes Ausstellungsareal mit über 140 Anbietern. Das wird gerade so reichen, die Zeit am Wochenende auch wirklich mal überall vorbeigeschaut zu haben. Und so wie Ingo Michel jetzt kürzlich den Kieler Nachrichten sagte, gemeinsam mit unseren Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung und Ehrenamt wollen wir erneut die Leistungsfähigkeit und Vielfalt der Region herausstellen. Und so ist es wieder ein Instrument des regionalen Wirtschaftsmarketings und auch ein Wirtschaftsbarometer. Und damit wir noch sichtbarer werden, brauchen wir nicht nur genügend Kinderbetreuungsplätze und Autobahnen und sonstige Verbindungen, sondern wir brauchen natürlich auch eine deutlich schärfere Ausprägung eines Leistungsprofils und eine stetige, anhaltende Motivation aller Leistungsträger und vielleicht auch eine Verstärkung derjenigen, die mit breiten Schultern teilweise schon sehr langes, wichtiges, unverzichtbares für uns gemeinsam alles durchtragen. Ja, wir werden ins Gespräch kommen. Wir werden uns nochmal wieder gemeinsam bewusst werden, wie hoch die Lebensqualität ist. Mal schauen, was wir an den Ständen entdecken. Ich freue mich sehr darauf. Und wenn das Wetter besser ist, bitte ich Sie einfach auch mal die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und dann mal Richtung Hamburg über die Elbe zu fahren, nach Wilhelmsburg. Da ist gestern die internationale Gartenschau eröffnet worden. Wir als Kreis Segeberg sind dort auch an sehr prominenter Stelle sehr, sehr gut vertreten und zeigen dort einem Publikum von wirklich Millionen von Besuchern das, was den Kreis Segeberg auszeichnet. Wer also hier noch nicht genug gesehen hat, kann dann so den ganzen Sommer über bis zum Ende der IGS dann dort schauen, wie wir Fremden die Stärke des Kreises Segebergs deutlich machen. Es hat gestern leider geregnet, deswegen bin ich heute auch ein bisschen wärmer angezogen, aber irgendwann kommt ja die Sonne für uns alle wieder. Danke und ein sehr schönes Wochenende. Ja, lieber Herr Michel, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der IHK zu Lübeck, genauso wie im Namen der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg. Unter dem Motto Entdecke die Vielfalt geht die 4. Regio-Schau heute hier in Bad Segeberg an den Start. Sie
bildet einen guten Ausschnitt der Betriebe im Kreis und deren Leistungsfähigkeit. Und sie ist gleichzeitig für mich, lieber Herr Michael, Spiegelbild, zumindest in großen Teilen, der Bandbreite und der wirtschaftlichen Stärke des Kreises Segeberg. Die Regioschau hat, und das glaube ich, ist keine Frage, uns ist es allen klar, ein Alleinstellungsmerkmal neben vielen anderen Gewerbeschauen hier in Norddeutschland. Sie hat nämlich etwas Besonderes. Natürlich präsentieren sich hier die Betriebe, aber eingeladen und dabei sind eben auch Vereine, sind Institutionen, sind Organisationen, ob Kreishandwerkerschaft, IHK, Schützenverein und viele, die in der Region eine Rolle spielen und sich hier entsprechend vernetzen. Und mit dem Pakt für Ausbildung kommt ein ganz wichtiges Instrument, das nämlich eben die Verbindung schafft von Gesellschaft, von den Menschen, die in Zukunft hier die Entscheidung für uns treffen werden und den heutigen Aktiven in der Wirtschaft. Lieber Herr Michael, Sie sind Erfinder und Ausrichter und Umsetzer dieser Regioschau und dafür danken wir Ihnen natürlich an dieser Stelle erstens ganz herzlich. Und ich will, und das ist mir auch mal wichtig, hier im Namen der IHK durchaus mal Respekt und Anerkennung zollen für Ihre positive Wirkweise hier im Kreis und für Ihren Ideenreichtum, der ja auch schon angesprochen wurde von der Landrätin und von Herrn Schönfeld. Das ist klasse. Wir freuen uns, dass das so in diesem Maße läuft. Herzlichen und lieben Dank für Ihr Engagement, Herr Michael. Der Kreis Segeberg, und das ist gesagt worden, ich will es da auch gar nicht in Länge ziehen, hat Lagegunst, ist Teil der wichtigen, der starken Metropolregion Hamburg, einer der wirtschaftsstärksten Regionen in Deutschland. Und sie gehört auch, das wissen vielleicht viele gar nicht, zu den leistungsfähigsten und wettbewerbsfähigsten Regionen in Europa. Ihr ist Wachstum vorausgesagt und sie hat große Chancen. Und wir haben die Möglichkeit, über die Anbindung der Hanseweltregion an den prosperierenden Ostseeraum und auch der, dem ist Wachstum zugesagt, und dieser Region ist entsprechend von der EU Priorität gesetzt worden mit einem Regionskonzept. Die erste Makroregion in Europa ist geschaffen worden im Ostseeraum. Und wir sind hier die Logistikdrehscheibe dieses Bereiches, nicht der Kreis Segeberg, aber die Hanseweltregion. Das muss den Menschen mal klar sein. Wir sind Brückenkopf hinein in diesen prosperierenden Raum und wir sind genauso Einfallstor von Nord- und Nordosteuropa hinein nach Mitteleuropa. Das ist Chance, meine sehr geehrten Damen und Herren, da kann man was draus machen. Und wir im Kreis Segeberg sind in besonderem Maße bevorzugt. Wir sind über das starke Norderstedt direkt angebunden an die Hansestadt Hamburg, die im Übrigen einen umgekehrten demografischen Faktor bekommen wird. Da werden die Menschen jünger und es werden mehr. In Schleswig-Holstein werden wir weniger werden, und zwar bis 2025 etwa 80.000 Personen. Und da müssen wir ansetzen, da müssen wir Verbindungen schaffen und auch hier ist wieder die Regioschau ein wichtiges und kluges Instrument, um in der Sache voranzukommen. Und ein wichtiges Instrument ist auch, Herr Graumann ist hier der Geschäftsführer, die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg. Hier haben wir jetzt in einem Jahr Aufbauarbeit ein Instrument geschaffen, mit dem wir die Chancen und Möglichkeiten dieses Kreises voranbringen werden. Wir werden dort Ideen entwickeln, wir werden Impulse setzen, wir werden Menschen für uns begeistern, wir werden Investoren hierher holen und ihnen zeigen, was wir können und was wir in der Lage sind zu leisten. Und aus diesem Grunde werden wir einen weiteren Schritt gehen. Wir müssen uns breiter aufstellen noch von Seiten der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Wir haben ein gutes Team zusammen mit der IHK, mit Regionet und Metcom und anderen weiter Interessierten im Haus der Wirtschaft, das Sie korrekterweise angesprochen haben, Herr Schönfeld. Wir müssen uns noch breiter aufstellen, das wollen wir tun. Wir haben in der Runde bei der Landrätin mit den Bürgermeistern des Kreises uns ausgetauscht und sind übereingekommen. Wir wollen hier ein Bündnis für Wirtschaft im Kreis Segeberg schaffen. In diesem Bündnis soll Folgendes stattfinden. Da wollen wir einbinden, natürlich die Chefs der Gemeinden, der Kommunen, die Bürgermeister, die sollen sich einbringen, die sollen sich vernetzen, die sollen sich verzahnen mit der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, die sollen ihre Ansprüche formulieren und die sollen sich mit ihren Ideen einbringen. Wir wollen die Unternehmen dazu holen, keine Frage, die auch heute hier sind. Wir wollen die Banken der Region, die Sparkasse Südholstein sehe ich, die Raiffeisenbank Dresden, die Volksbank und andere mit dazu holen, die AOK, den DEHOGA, eben alle IHK, Kreishandwerkerschaft, alle, die mit Wirtschaft zu tun haben hier im Kreise, sollen dort ihre Kräfte fokussieren, Ideen reinbringen und natürlich, klar, ideell und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch finanziell das ein oder andere Projekt mit auf den Weg bringen. Da
Dann haben wir nämlich ein neues Alleinstellungsmerkmal und die braucht man, wenn man entsprechend wirtschaftlich vorankommen will. Und lieber Herr Michel, da Sie so vieles Tolles leisten, will ich Ihnen ein neues Alleinstellungsmerkmal geben. Sie müssen jetzt nur nicken, ich überrasche Ihnen jetzt wirklich. Sie werden das Mitglied Nummer 1 mit Ihrer Firma Kreativ-Event, wobei Kreativität jetzt kein Marketinginstrument bei Ihnen ist, sondern einfach Programm, das erleben wir ja heute wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit Ihrem Unternehmen sozusagen Mitglied Nummer 1 sind. Die anderen 20 sammle ich gleich im Anschluss ein, lieber Herr Lohse. Und dann sind wir schon mal mit 20 Leuten an dem Start und dann geht's los. Und die Bürgermeister, ich sehe Herrn Bonse und viele andere, die freuen sich auch jetzt schon, dass wir das so auf den Weg bringen. Also, ein neues Alleinstellungsmerkmal für Herrn Michel. Ich freue mich drauf, er hat genickt. Die Nummer 1 ist Ihnen gegeben. Insofern freue ich mich über eine erfolgreiche Regioschau und freue mich natürlich über die besondere Zukunft des Kreises, an der wir alle arbeiten müssen und vorankommen. Und hier werden wir den ersten Schritt erleben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und toi toi und viel Spaß, hoffentlich bei gutem Wetter auf der Regioschau. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Ingo Michel, im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführung der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein bedanke ich mich für die Einladung zu dieser Eröffnungsveranstaltung. Bin dieser Einladung sehr gerne gefolgt. Das Handwerk im Bezirk der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein mit dem Sitz in Bad Segeberg und den Geschäftsstellen in Bad Segeberg und Neumünster stellt einen doch bedeutenden Wirtschaftsfaktor in dieser Region dar. Vorrangig ist für die Betriebe die Versorgung der heimischen Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Die Zukunftschancen liegen nicht zuletzt in der Deckung individueller Kundenwünsche. Der allgemein steigende Nachfrage nach höchster Qualität kann und will sich das Handwerk auch nicht entziehen. Zunehmend werden Herstellung, Lieferung und Dienstleistung als gebündeltes Paket angenommen, denn bei Montage, Wartung und Dienstleistung sind spezialisierte, bewegliche Klein- und Mittelbetriebe in der Regel konkurrenzlos. Dem Handwerk ist es dank seiner Flexibilität nicht nur gelungen, sich stets an die technische Entwicklung anzupassen, sondern es hat darüber hinaus diesen Prozess zu allen Zeiten maßgeblich mitgestaltet. Dies war natürlich nicht immer einfach. Denn wie die Gesamtwirtschaft ist auch das Handwerk einem stetigen Strukturwandel unterworfen. Viele Handwerksberufe haben sich im Laufe der letzten Generation haben an Bedeutung verloren oder sind zum Teil ganz verschwunden. Gleichzeitig sind aber neue Handwerksberufe entstanden. Die Chancen für zusätzliche selbstständige Existenzen und Arbeitsplätze eröffnet haben. Mit der seit 2010 laufenden Imagekampagne des deutschen Handwerkes wird dieses Bewusstsein untermauert.